Ich bin jetzt hier mal ein bisschen an eine andere Stelle gefahren. Und hier sieht man so eine Kondre und hier sieht man so einen Rand. Und dieser Rand ist das Einbettungsmedium. Das Ganze ist hier ja ein Mount. Ich zeige das gerade nochmal. Ja, das kann man hier sehen, das ist so ein Mount. Das hier ist die Probe, das ist rund. Das hier ist Einbettungsmedium und dem wollen wir nicht so rumbraten. Und um das zu verhindern, dass wir da drin rumbraten, fahren wir dann immer so ein bisschen zur Seite oder drehen die Vergrößerung ein bisschen raus, hoch, sodass dann, dass man nicht so stark im Einbettungsmedium ist. Dann sehen wir hier diese Kondre. Und wir sind ja jetzt im SEM-Modus. Wir sind immer noch in diesem SEM-Fenster. Und jetzt wollen wir mal die verschiedenen Sachen messen, also das EDX benutzen. Dazu müssen wir hier drüben auf Analysis gehen. Also ich klicke mal auf Analysis und dann ist, hier steht DT und damit, beziehungsweise hier gibt es noch so einen Blitz, den müssen wir erstmal anmachen. Das ist das Ganze hier an. Steht hier DT und das ist zu. Da ist ein kleines Türchen vor dem EDX-Detektor, der schützt ein Fenster, das dort auch noch vor dem Detektor ist, ein Beryllium-Fenster, damit es nicht durch die Röntgenstrahlung mit der Zeit kaputt geht. Das öffnen wir jetzt hier als erstes Mal. Und dann wird auch gleich diese Dead Time hochgehen. Das ist die Prozesszeit, die der Detektor braucht, um ein Signal zu verarbeiten. Diese Dead Time, die darf nicht zu hoch sein. Die soll es so zwischen vielleicht idealerweise rund um 20% sein, plus minus. Das heißt, wenn zu gering ist, kann ich den Strom hochdrehen. Das mache ich jetzt wieder hier per Hand. Deshalb sieht man das nicht. Ich drehe es mal ein bisschen hoch. Man sieht, dass das Bild heller wird, weil mehr Strom da ist. Und die Dead Time ist jetzt bei vielleicht 14%. Okay. Das soll jetzt mal reichen. Jetzt mache ich das Bild ein bisschen schöner. Jetzt drehe ich mal ein bisschen die Helligkeit runter. Kann den Kontrast ein bisschen hochdrehen, ein bisschen die Helligkeit runter, bis es wieder halbwegs in Ordnung ist. Ich gehe mir da auf Fein, um darzustellen, dass es wirklich ein schönes Bild ist. Jetzt sieht man hier verschiedene Minerale. Man sieht diese Minerale hier und hier außen ist noch irgendwas anderes. Jetzt wollen wir mal wissen, was das ist. Und dazu klicke ich hier auf Point. Dann kann ich hier einen Rechtsklick machen, zum Beispiel hier drauf. Und dann kommt Point Analysis und dann mache ich das. Und schon geht die EDX-Analyse los, die man hier unten sieht. Man sieht hier schon ein paar Peaks hochkommen. Das wird dann automatisch gelabelt. Hier drüben sieht man die Zeit, wie lange es noch läuft, noch 3 Sekunden. Sieht man hier das Magnesium, Silizium drin und sonst eigentlich nichts. Wir kriegen ja auch eine Analyse, die ist normiert auf 100. Das ist nicht so, dass es eine besonders schöne Analyse wäre, sondern die wird ja automatisch normiert. Dann haben wir hier Magnesium, Silizium in Massenprozent, hier auch noch gleich in Molprozent, auch gleich die Kationen. Das sind wir 36% Magnesium, 36% Silizium, ein bisschen Eisen und dann noch Arsen. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Hier ist ja kein Arsen drin. Das ist, was bei EDX passiert, dass man halt relativ schnell irgendwelche sinnlosen Analysen bekommen kann. Offensichtlich gibt es hier eine Überlagerung von Magnesium mit Arsen hier unten. Also habe ich eigentlich auch nicht gesehen, dass das dermaßen blöd rauskommt. Eigentlich kapiert die Sonde schon oder das Programm schon, dass das eigentlich Magnesium sein sollte. Also das hier ist natürlich, ich kann ja auch Arsen, hier gibt es ein System wegklicken, das ist nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal mir die Analyse angeben lassen kann. Keine Ahnung. Jetzt sieht man hier Magnesium-Silizium. Magnesium ungefähr doppelt so hoch. Das heißt Mg2, Si, Sauerstoff, das ist ein Olivin hier. Und zwar ein ziemlicher Phosphorit, da ist nicht besonders viel Eisen drin. Ziemlich phosphoritisch. Du siehst es die ganze Zeit was Helles, das muss eigentlich Metall sein. Jetzt wollen wir mal sehen, oder viel Eisen, viel schwere Elemente. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das stimmt. Dann mache ich mal hier eine Analyse. Und dann geht es hier auch schon hoch bei Schwefel und Eisen. Das ist hier ein CV-Chondrit, Allende. Extrem typisch, dass hier kein Metall drin ist, sondern Sulfide drin sind. Aber wir sehen genau den Effekt. Das ist hell, weil hier so viel Eisen drin ist und wenig von zum Beispiel Magnesium und Silizium. Kriegen wir da irgendeine Analyse? Das kommt jetzt schon eher hin, SO3, wobei es natürlich nicht SO3 ist, sondern es ist FeS. Es wird hier in Oxiden ausgegeben, aber das natürlich sind keine Oxide, das sind Reinelemente hier. Gut, jetzt haben wir gesagt, es gibt hier draußen noch eine Phase, die noch ein bisschen dunkler ist auch. Was könnte das sein? Dann machen wir hier eine Analyse, schauen mal nach
Und sehen wieder Magnesium, Silizium, man weiß irgendwann, wo die liegen. Also die Diagramm ist natürlich Y-Achse Counts, X-Achse hier die Energie in Kiloelektronenvolt. Die bestimmt schon alle erkannt. So Magnesium, Silizium, wenn wir das hier mal ein bisschen übersetzen, Magnesium 1, Silizium 1, vielleicht noch drei Sauerstoffe, also das ist der Pyroxen. Der Pyroxen ist ein klein bisschen dunkler. Wie gesagt, wenn man das so sieht mit der Zeit, dann guckt man sich da relativ schnell ein. Kommt auch ein bisschen daher, dass der Pyroxen vielleicht ein bisschen weniger Eisen enthält, noch dass der hier auch dunkler ist. Dann haben wir hier so zwischendrin noch so Phasen, die sind wirklich schwer zu erkennen. Deshalb gehe ich nochmal auf Observation. Wir wollen es nicht speichern, dass wir machen hier nur einen Survey. Gehen wir auf No. Jetzt ist der Faraday Cup hier unten reingegangen. Außerdem ist das Licht da drüben, hier drüben ausgegangen. Das mache ich mal gerade wieder an. Deshalb ist alles ein bisschen dunkler. Man kann es auch einfach auslassen. Und dann zoome ich hier mal ein bisschen rein. Und dann können wir gucken, ob wir hier drin vielleicht noch ein paar Analysen setzen können. Dann gehe ich wieder auf Analysis hier drüben, auf Point. Das hier war der Olivin. Das können wir auch noch mal kurz nachgucken, wenn wir wollen. Vielleicht gibt es jetzt auch kein Arsen. Ich klicke das Arsen mal weg hier, weil das ja Blödsinn ist, also hier im Periodensystem. Und dann werden wir wahrscheinlich auch das gleich sinnvoller bekommen. Ja, jetzt haben wir hier mehr Magnesium, auch mehr Silizium natürlich. Und das sieht jetzt schon besser nach Olivin aus. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier dazwischen ist. Zum Beispiel gehen wir mal auf das hier zuerst. Machen hier eine Punktanalyse. Silizium, da ist hier noch irgendwas dazwischen. Aluminium, Calcium, was kann das sein? Calcium, Aluminium, Silizium, Sauerstoff, Feldspat. Also das hier ist ein Calcium. Ein Anortit hier vorne, das wird auch noch Natrium sein. Wenn ich hier Natrium anklicke, ja, dann kriege ich hier die Natriumlinie. Da ist noch ein bisschen Natrium drin. Dann haben wir noch hier ein bisschen was. Dann schauen wir mal da. So, das sieht jetzt nach sehr vielem aus. Natrium, Magnesium, Aluminium, Silizium, Calcium. Das ist wahrscheinlich Restschmelze. Das ist einfach Schmelze, die noch kein, nachdem es kristallisiert ist, ist Olivin kristallisiert. Vielleicht ein bisschen Pyroxen, der Feldspat. Wenn man Phasendiagramm anguckt, hat man genau die Abfolge. Und das ist einfach Schmelze, die übrig ist, in der noch alles mögliche verschiedene drin ist. Wahrscheinlich ist es hier das Gleiche, wenn ich hier mal drauf gucke, dass es auch noch Restschmelze ist. Ja, könnte auch ein Feldspat sein. Hier Natrium, Aluminium, Silizium, Calcium, das könnte auch tatsächlich ein Feldspat sein hier. Dann probieren wir es vielleicht noch einmal hier, wobei das ist dann wirklich schon an der Grenze. Ja, wenn man Anregungsbirne denkt, man alles Mögliche, könnte Restschmelze sein, könnte auch eine Mischanalyse sein, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Passt auf jeden Fall, aber das ist wieder eher Restschmelze. Hier ist auch ein bisschen Kalium drin tatsächlich. Also es könnte wirklich ein bisschen Restschmelze sein, das wir hier sehen. Und damit können wir hier sehr schnell solche Survey-Measurements machen. Was wir jetzt auch noch machen können, da gehe ich noch kurz auf Observation und zoome raus, sind diese, was wir mal gesagt hatten, Linienprofile, die wir auch relativ zügig machen können. Das will ich auch einmal zeigen. Man kann hier ein Linienprofil legen, gehe auf Analysis, da müssen wir hier unten Line auswählen und dann wähle ich diese Linie aus. Die gibt es in verschiedenen Möglichkeiten. Ich lege jetzt einfach mal hier komplett quer rüber und starte das. Also die Line ist jetzt genau das. Man kann die auch anders machen, dass man die schräg legt und so weiter. Das ging jetzt am schnellsten. Und dann wartet man hier nicht besonders lange. Und dann sollte auch hier unten das hier mal kommen. Und dann sieht man die Line, die hier drüber liegt. Hier rechts sind die Elemente dazu und wir wollen jetzt mal keinen Sauerstoff haben. Also ich kann die einzeln rausklicken. Ich klicke vielleicht mal alles raus bis auf Magnesium. Ist ein bisschen besser zu sehen. Also hier kommen immer welche dazu, wenn neue identifiziert werden. Und das heißt, also an der Stelle hat man viel Magnesium. Hier hat man mal wenig Magnesium, ist vielleicht ein Einschluss. Hier hat man wenig Magnesium an der Stelle. Hier hat man wieder mehr Magnesium in dem Bereich. Ja, wenn ich das jetzt noch über das hier gelegt hätte, ich glaube, es geht jetzt nicht mehr, da hätte ich noch vielleicht das Eisen hier gesehen. Hier an der Stelle ist relativ wenig Magnesium, das ist dann zwischendrin, das ist vielleicht dort, wo Aluminium viel ist.
Nee, Aluminium nicht. Vielleicht ist dann hier ein Pyroxen oder sowas. Und da ist dann weniger Aluminium. Wenn wir noch Silizium dazu nehmen, das ist ein bisschen höher an der Stelle und so weiter. Da kann man sich das Ganze eben angucken, was dann rauskommt. Wie gesagt, wenn ich die Linie hier drüber gelegt hätte, hätte man auch das Eisen gesehen. Es geht nur darum, das mal ein bisschen zu zeigen. So, dann wollen wir das mal sofort beenden. Und als letztes, was man noch machen kann, ist eine Map. Da wird automatisch der gesamte Bereich hier gemappt. Ich bin jetzt hier auf Map mal drauf. Muss mal schauen, ob ich hier was umstelle, damit es schneller geht. Ich stelle mal hier, damit es nicht so lange dauert, kurz das um und gehe auf Start. Und dann sollten wir hier relativ schnell diese Maps bekommen. Wir bekommen hier ein BSE-Bild und dann wird hier drüber gescannt und wir bekommen eine Element-Map von diesem gesamten Bereich. Es werden hier immer neue Elemente identifiziert. Wie gesagt, das kann auch teilweise einfach Blödsinn sein, so etwas wie Vanadium. Da glaube ich nicht dran, dass hier so viel Vanadium drin ist, dass es gemessen werden kann. Vanadium hat eine Interferenz mit Titan, vielleicht ist das. Es gibt aber auch eine Interferenz mit Chrom. Also die benachbarten sind immer sehr anfällig für Interferenzen, weil die halt in Energien sehr ähnlich sind. Also ich würde vermuten, dass hier eine Chrominterferenz ist. Und was gemacht wird, es wird jetzt mehrfach hier drüber gescannt, also mehrfach dieses Map erzeugt. Ich glaube 10 Mal. Hier unten sieht man die Zeit, 6 Minuten. Lasse ich jetzt nicht ganz durchlaufen. Und dann fängt man eben an, hier die Strukturen zu erkennen, die Risse hier, die dazwischen sind. Was haben wir denn hier? Magnesium sieht man in Olivin. Und das war jetzt kein Bereich, wo Pyroxen groß dabei ist. Sonst hätte man Olivin, Pyroxen hier mit Sicherheit sehr gut unterscheiden können. Und so weiter. Hier ist der Schwefel, das sieht man jetzt, diese Sulfide im Eisen auch. Wo ist Eisen? Hier unten. Ja, also das ist Schwefel und Eisen, zeigen die Sulfide an. Und so weiter. Hier drüben, das ist übrigens Fluoreszenz, die man hier sieht. Also hier sieht man richtig, wie der Elektronenstrahl drüber scannt und man hier immer so eine Fluoreszenz hat, die man im Optischen eben sieht, weil Fluoreszenz ist ja meist im Optischen. Also hier ist jetzt der zweite Scan hier drüber. Im Silizium kann man sehen, sieht man gar nicht so viele Unterschiede, weil wahrscheinlich Feldspaten, Olivinen, ja, nee, eigentlich sollte man es schon, vielleicht kommt es mit der Zeit auch noch raus. Okay, also das sind die Möglichkeiten, die man hier mit dem EDX hat, dass man schnelle Survey-Punktmessungen macht, so Line-Scans schnelle machen kann, auch relativ schnelle Maps machen kann, die beim WDS eher Stunden dauern würden und hier teilweise in Minuten auch möglich sind. So viel zum EDX.